Sehr schön. Die Tötungsmaschine ist einfach da, Mann. Wollte er mich abstechen von hinten? Hat das versucht. Hat nicht geklappt. Ist er tot. Der da hinten, wa? Der will's wissen. Puh, es ist echt gerade ein einziges Durchlaufen. Aber wie wir schon jetzt öfters gesehen haben, es kann auch ratzfatz trotz allem zu Ende werden. Ne? Da ist der Kerl. Friss das! Boah! Was stand da? Das. Nee, das. Ich hab nicht richtig gelesen, oder? Oh fuck, Moment. Stand da gerade was von Winterfell? Ah, okay, alles. Winterkale, alles klar. Ich dachte schon, ich bin hier in Game of Thrones gelandet. Nicht mit mir, Kollege. Nicht mit mir, hab ich gesagt! Ich hänge fest, Mann! Diese Panzerschelle gegeben. Moment mal. Draxis war eine regelrechte Plage. Wenn Häuser ihren Kell verlieren, kommt es oft zu Machtkämpfen. Vielleicht können wir die Akademie endlich aus ihren Klauen befreien. Hat er nichts fallen lassen? Willst du mich verarschen? Hat er nichts fallen lassen? Schnell, Panik hier. Das ist halt die Scheiße mit der begrenzten Zeit immer danach. Ja. Was denn? Seltsames Schmuckstück. Interessant, Leute. Interessant. Boah, was ein dicker Klops. Dem hab ich's übel gegeben. Also, okay, jetzt habe ich das zweimal. Verbessert das Visier für präzises Feuer. Aber Stabilität nimmt es weg. Okay, nehme ich es trotzdem mal.
Handfeuerwaffen, ja, komm, verpiss dich. Oh, oh. Ey, das ist ja auch viel besser. Okay. Hm. Nee, dann nehme ich lieber die Stärke. Und, gehen wir nochmal zum Turm. Ich habe da so ein blaues Teil, was zu dekodieren gilt. Deswegen gehen wir nochmal kurz zum Turm. Ja, komm, machen wir es mal hin. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, wer bist du? Okay, alles klar, alles klar, alles klar. So. Es ist ihm total egal, dass wir es wissen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal 200 Glimmer her. Und das hier eintauschen. Nichts ist undurchdringlich. Oh Mann, ey. Ich dachte immer, wenn es blau ist, kriege ich auch was Blaues. War, ne. Scheiße, Mann. So. Das nehmen wir gerne wieder mit. 9000 Erfahrungspunkte machen, ohne zu sterben. Sollte machbar sein. Na gut, und wieder zurück. Was kann ich denn jetzt noch upgraden? Die Waffe nochmal. Sehr schön. Okay, nächste Mission. Das ist jetzt die hier. Auge eines Torlords. Yeah. Jetzt wird's interessant. Bin immer gespannt, was jetzt so kommt. Also Torlord stelle ich mir jetzt ziemlich groß vor irgendwie. Je mehr wir über die Vex erfahren, desto mehr wird mir klar, warum unsere Exo-Freundin ihretwegen so besorgt ist. Während des Untergangs haben die Vex den Merkur innerhalb von Tagen in eine Maschine verwandelt. Wenn der Reisende sie nicht aufgehalten hätte, hätten sie wohl jeden Planeten übernommen. Wir müssen in den Schwarzen Garten. Wir brauchen einen Torlordkopf. Okay, zuallererst muss ich in das Wechselnetzwerk eindringen, um einen Torlord hervorzulocken. Ich zeige dir den Weg. Aber das ist krass, wenn die so schnell einen Planeten übernommen haben. Da sind die echt eine ziemlich dicke Gefahr, oder? Folgendes wissen wir über die Torlords. 3 Stockwerke hoch beschützen die Reiche, die die Vex von der Zeit ausgeschlossen haben. Zeit? Das kann nicht stimmen. Hallo, Kiste, Kiste, Kiste. Ne. Nix drin. Lass mich bloß in Ruhe. Kiste. Hier ist bestimmt gar keine Kiste, oder? Ich registriere einen starken Konflux in der Nähe. Ich kann damit in ihr Netzwerk gelangen. Einen starken Konflux. Boah, irgendwas wirft mich hier zurück. Ja. Wie, Kirum? Ist da die Grenze oder wie? Alles klar, sorry, sorry, Mann. Oh ja, doch, die ist schon ein bisschen stabiler jetzt. Meister Shredder!
Nein, Alter! Und wo ist Meister Splinter? Der Turtles-Film kommt auch bald bei uns ins Kino, oder? Da bin ich auch mal gespannt, was man davon so erwarten kann. Ich glaube nicht so viel, aber naja. Mal sehen, wa? Level 20! Wow, Level 20 Typen! Die nehme ich mal ja richtig krass auseinander gleich mal. Ich dachte, du machst Schwerstarbeit. Okay, wir müssen zu einem Ort namens Endlose Stufen. Dort finden wir den Torlord. Endlose Stufen? Okay, die rennen da anscheinend alle hin. Yo, wollt ihr ein Rennen haben? Okay, hier sind wir richtig. Es wäre vielleicht an der Zeit zu erwähnen, dass ich all ihre Transfertore stören musste, um den Torlord zu finden. Es wird also sicher nicht langweilig. Ja, warte mal, wir waren doch hier schon. Sag nicht, wir bleiben hier wieder, oder müssen wir diesmal da hinten weiter? Okay. Ich wollte schon sagen. Tore erwachen. Es werden immer neue kommen, bis wir sie deaktivieren. Nein, Mann, das Stargate! Es ist deaktiviert. Weiter so. So. Wow, 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 wow. Was ist ein Pussy, der Typ? Was ist ein Pussy? Boah, der da. Der Pisser da oben. Jetzt Schiss haben, ist klar.
Ey, die sind 100% inspiriert von Terminator, ey. Das kannst du mir nicht erzählen.